Ja, schon große Aufbruchstimmung hier im Hafen. Solche Segeltage wie heute hätte ich mir gerne mehr gewünscht. Schiermonnikoog ist also Achter aus. Ich bin mit meiner Segeljacht in Holland unterwegs. So war ich bereits auf der stehenden Mastroute im Eiselmeer, in Amsterdam, in Rotterdam und nun bin ich auf den westfriesischen Inseln auf der Rückreise. In der letzten Folge bin ich nach einem Strandspaziergang von Vlieland bis Ameland über das Wattenmeer gesegelt. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal auf Ameland und so unternehme ich an diesem segelfreien Tag einen Spaziergang an den Strand. Am Morgen um 10 Uhr ungefähr ist Hochwasser. Ja, ich bin jetzt 2 Nächte hier auf Ameland und es soll jetzt gleich weitergehen. Ja, schon große Aufbruchstimmung hier im Hafen. Morgens. Wind haben wir aus Süd-Südwest mit ungefähr 10 Knoten. Ich bin jetzt mit Groß und Fock unterwegs. Ja, schauen wir mal, ob sich dann ausgeht, weil sich dann Wattfahrwasser so schlängelt. Kann sein, dass ich auch mal gegen anmotoren muss. Aber weil nicht ganz so viel Wind ist, habe ich mir gedacht, ich lasse dann das Großsegel stehen. Müsste eigentlich klappen. Hochwasser ist um 10 Uhr, also in 2 Stunden.
Ja, ich hoffe, dass ich da jetzt so rüberkomme, über das Watten hoch, ohne jetzt irgendwie festzustecken und die Segel runterzuholen und Ankergeschirr klar zu machen, weil das bedeutet natürlich immer wieder viel Arbeit. Aber es sind einige Segler auch so vor mir da unterwegs. Also, das wird schon klappen. Ich bin jetzt hier im Wattfahrwasser auf diesem Puckel, das heißt also an der flachsten Stelle, 1,7 Meter. Ich hoffe, das wird nicht weniger. Jetzt 11 Uhr und ich bin hier jetzt gerade in das Fahrwasser zum Yachthafen von Chimanikuk abgebogen. Ja, vielleicht noch eine Stunde, dann bin ich da. Kurz vor Einlaufen in den Hafen ist es an der Zeit, die Segel zu bergen und die Fender und Festmacher bereitzulegen. So, habe jetzt hier festgemacht auf Chimanikuk. Hat auch alles soweit ganz gut geklappt. Auch die Fahrt hierher, so übers Watt, ist natürlich immer so ein bisschen Nervenkitzel, wenn die Wassertiefe dann runtergeht bis auf 1,3 oder so. War es auf dem Huggeln. Aber alles gut soweit. Nur hier in der Hafeneinfahrt, da habe ich mich einmal kurz festgefahren. Ich meine, wir haben hier fast Hochwasser, oder es war Hochwasser, genau. Und hier genau vor der Hafeneinfahrt, hier die letzte Tonne, die habe ich vielleicht nicht so ganz genau genommen. Bob saß ich fest. Also ich dann abdrehen zu der Tonne hin und konnte mit unter Maschine wieder freikommen. Aber da ist schon krass. Also man kommt hier echt nur bei Hochwasser rein und raus und muss dann wirklich ganz genau den Tonnenstrich fahren. Also ich finde, da können Sie doch mal eine Hafeneinfahrt wenigstens mal ein bisschen buddeln. Weil hier im Hafen ist tief genug. Da ist kein Problem. Naja, gut. Und hier schließt sich jetzt auch schon meine Holland-Runde. Denn genau vor 5 Wochen war ich schon mal hier auf Chimanikuk. Und dann bin ich ja hier gestartet zu meinem Holland-Trip. Ja. Gott sei Dank bin ich jetzt wieder an Strom hier rangekommen. Ich war ein paar Tage lang jetzt nicht an Strom. In Vlieland kein Strom. Auf Ameland kein Strom. Da wurde es jetzt doch eng mit den Batterien. Deswegen habe ich meinen Laptop hier auch schon mal wieder aufgebaut, um den auch mal wieder aufzuladen. Ja, und morgen soll es auch schon wieder weitergehen Richtung Borkum.
Wobei ich eine genauere Planung habe ich noch nicht gemacht. Kann ich im Video vielleicht auch noch mal ganz kurz erläutern. Weiß noch nicht, ob ich jetzt innenrum über die Watten fahre oder ob ich außenrum fahre. Mal schauen. Und auf Borkum gibt es ja zwei Häfen. Da gibt es ja den Port Henry und den Burkana Hafen. Port Henry, da bin ich ja schon mal gewesen, 2020. Also werde ich wohl jetzt den Burkana Hafen ansteuern. Ja, und von Borkum geht es dann weiter nach Norddeich. Und da kommt dann auch Sabine wieder mit an Bord. Nun hatte ich heute Abend tatsächlich mal wieder die Gelegenheit, die Drohne fliegen zu lassen. Das ging ja in den vergangenen Tagen, Wochen eigentlich gar nicht, weil immer zu viel Wind. Und bei viel Wind, das schafft meine kleine Drohne einfach nicht. Aber heute konnte ich ein paar Aufnahmen machen. Die seht ihr jetzt. Ganz kurz zu meinem Plan für heute. Hier ist Schiermonnikoog. Hier ist der Yachthafen ungefähr. Da ist meine Position. Und es soll nach Borkum gehen. Nun gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal man fährt hier übers Watt oder man fährt hier außenrum. Das sind ungefähr 40 Seemeilen. Ob man jetzt hier übers Watt fährt, hier muss man nämlich hier irgendwie so noch ganz einen Bogen fahren. So, und hier muss ich ja hier ganz außenrum raus. Hier oben rein. Das tut sich von der Entfernung her von den Seemeilen nicht viel. Ist beides ungefähr, sind es 40 Seemeilen. Das heißt also 8 Stunden. Nur ist das Problem, dass ich ja hier Schiermonnikoog nur mit Hochwasser rauskomme. Also um 11 Uhr ist Hochwasser. Jetzt ist ungefähr 9:30 Uhr. Also ich werde gleich ablegen. Und dann komme ich nicht mit einer Tide, mit einem Hochwasser hier rüber, weil ich brauche ja hier, wenn ich hier über die Watten fahre, brauche ich ja immer Wasser. Also komme ich nur zur Hochwasserzeit hier rüber. Und da reicht die Zeit einfach nicht, um diese, ja, 40 Seemeilen zu schaffen. Da würde ich zwischendurch trocken fallen. Also bleibt mir nur der Weg außenrum. Da muss ich zwar hier ein weites Stück raus und dann hier oben rum. Aber so ist mal mein Plan. Und außerdem möchte ich ja sowieso noch mal ja, freies Segeln genießen da draußen, ne? Nicht nur immer Wattfahrwasser fahren, ich möchte auch mal da draußen rum. Vom Wind her sieht es eigentlich günstig aus. Südwestliche Winde. So um. Was sind das? 12 Knoten. Passt also.
sind noch im Festmacher, sind verstaut. Ja, das erste Stück muss ich jetzt noch gegen anmotoren. Aber ich glaube, das wird ein schöner Tag. Das sind jetzt schon 26 Grad und strahlend blauer Himmel. Ich bin jetzt hier bei dieser Engelsmann-Plat. So heißt das, so eine kleine Sandbank hier am Westende von Chimanikog. Ja, und hier draußen liegen tatsächlich zwei Boote vor Anker. Wundert mich. Zur Orientierung hier nochmal kurz auf die Karte. Chimanikog, Westerstrand hier. Meine Position ist hier bei Tonne 12. Hier geht es raus. Und wichtig ist jetzt hier, dass man das Fahrwasser hier wirklich bis zum Ende fährt. Zumindest bis Tonne WG2 hier. Denn hier sind Untiefen. Gronden van het Platgat. Da sollte man nicht rüberfahren, also hier nichts abkürzen, sondern wirklich hier ganz rum. Zur Besegelung noch mal ein paar Worte. Ich habe mich entschieden, jetzt erstmal nur mit der Fock zu segeln. Hier aus dem Seegat raus, aus dem Fahrwasser raus. Wenn ich dann da draußen bin, dann werde ich das natürlich noch mal ändern. Aber das Boot macht auch so jetzt, ja, 5,9 Knoten sogar im Moment. Also ich komme auch so ganz gut voran, nur mit der Fock. Aber gleich, wenn ich da raus bin, dann habe ich den Wind mehr achterlich. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich nur mit der Genua segeln. Weil das ist ein Vorwindkurs. Und die Aluente läuft am besten auf Vorwindkursen nur mit der Genua, ohne groß. Die Ansteuerungstonne vom Fahrwasser habe ich passiert. Ja, Segel ist jetzt soweit eingestellt. Genua ist ausgerollt. Kurs ist eingestellt auf 40 Grad im Moment. Eigentlich müsste ich auf 70 Grad. Aber dann habe ich einen ganz genauen Vorwindkurs. Und das ist immer ganz schlecht. Was kann man vielleicht mit Spinnaker oder Genaker segeln, aber es ist außerdem rollt das Boot dann sehr stark beim Vorwindkurs, weil die Wellen von hinten kommen. Dann geht das Boot immer von einer Seite auf die andere. Deswegen habe ich mich entschieden, jetzt erstmal nur 40 Grad zu segeln. Und dann vor dem Wind zu kreuzen. Das heißt, die zurückgelegte Strecke durchs Wasser wird dann dadurch etwas länger, aber dafür segel ich sehr viel komfortabler.
solche Segeltage wie heute hätte ich mir gerne mehr gewünscht auf meinem Tern. Und so habe ich mir das eigentlich auch immer vorgestellt. Aber das Wetter hat das ja meistens nicht zugelassen. Umso mehr genieße ich das jetzt. Es ist jetzt soweit. Schiermonnikoog ist also achteraus kaum noch zu sehen. Den Leuchtturm, den sieht man noch ganz gut. 20 Seemeilen habe ich jetzt im Kielwasser. Sind wir schon ziemlich weit draußen. Selbst die Ansteuerungstonne vom Borkum-Fahrwasser ist weiter südlicher. Ja, das heißt also, Genua ein Stück einrollen und den Kurs ändern und auf der anderen Seite wieder ausrollen. Ach, da ist das Problem. Oh, shit. So, Manöver erfolgreich durchgeführt. Übrigens habe ich einen Verfolger. Der hat auch gerade eine Halse gefahren. Der ist schon eine ganze Zeit hinter mir. Wahrscheinlich will der auf Borkum ansteuern. Es ist ein schöner, entspannter Tag hier draußen. So habe ich mir das immer vorgestellt. Also hier außenrum zu segeln ist natürlich auch viel entspannender, vorausgesetzt das Wetter spielt mit, als über die Watten zu segeln, so wie gestern. Weil der Turn gestern, der war echt anstrengend. Das glaubt man so nicht. Besonders wenn man solo, also alleine unterwegs ist und über die Watten fährt. Weil man muss zu jeder Sekunde 100% da sein. Man muss ständig die Segelstellung korrigieren, den Kurs korrigieren, auf den Verkehr achten. Und wenn man mal ein paar Sekunden nicht aufpasst, dann rächt sich das sofort, dem, dass man irgendwie auf Kollisionskurs mit einer Tonne ist oder
irgendwie einer von hinten kommt, den man übersehen hat oder was. Also Seele baumeln lassen geht gar nicht, wenn man alleine unterwegs ist über die Watten. Da ist man auch wirklich ja so, will bald sagen, ja, geistig erschöpft, wenn man denn im Hafen ist, weil man ständig voll konzentriert sein muss. Das ist hier draußen natürlich ganz anders. Hier kann man echt mal zwischendurch die Seele baumeln lassen. Ja. Und so stellt man sich das vor. Ich bin gleich an der Ansteuerungstonne. Westerems. 25 Seemeilen habe ich im Kielwasser. Vom Borkum ist noch nichts zu sehen. Skyline von Borkum Stadt ist schon gut zu sehen. Ich bin jetzt hier im Fahrwasser durch Seegatt bei Tonne 13. Leider ein bisschen Strom gegen an, zwei Knoten haben wir gegen an, aber die Aluente macht gut Fahrt. So 6 bis 7 Knoten durchs Wasser und ja, 5 Knoten über Grund. Burkana Hafen ist voll, keine Chance. Also ich hätte als drittes, viertes Boot im Päckchen da gemusst. Außerdem war da niemand an Bord, der mir hätte helfen können. Die Boote waren alle verlassen. Das mache ich nicht. Das schaffe ich alleine nicht. Ich fahre jetzt Port Henry rein. Nun ist es doch wieder Port Henry geworden. Aber drüben auf der anderen Seite Burkana Hafen, das hat mir irgendwie nicht behagt. Da hatte ich ein schlechtes Gefühl irgendwie dabei. Die Anlegesituation war erstmal schwierig, dann sowieso ein Päckchen als zweites, drittes, viertes Boot. Und dann war da nirgendwo jemand an Bord, der mal hätte eine Leine annehmen können. Also, ne. Also dann bin ich wieder umgedreht hier, Port Henry rein. Und hier habe ich auch noch einen guten Platz gefunden. Es geht gleich weiter und zwar heute in Richtung Greetsiel. 20 Knoten Wind, genau von vorne. Eines der bekanntesten Wahrzeichen aus Frieslands.
Die Krabbenfischer nutzen Grundfangnetze, die den Meeresboden schädigen. Das war's schon wieder. Schön, dass du wieder dabei warst. Schön, dass du bis zum Ende geschaut hast. Wie immer freue ich mich über einen Kommentar oder über ein Like und verabschiede mich mit einem Ahoi und bis bald.